Wir, du und ich, sind das Produkt aus 50 Billionen Zellen. Und jeder dieser einzelnen Zellen, die haben ein eigenes Gehirn. Und diese Kooperation, diese Gemeinschaft sorgt dafür, dass wir das hier, das wir unseren Körper nennen, von A nach B bewegen können. Hi, und es freut mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Laris, ich bin 35 Jahre alt. Und warum ich dir das zu Anfang erzählt habe, das will ich dir im Nachgang nochmal näher erläutern. Ich möchte dir vorab einen kleinen Überblick geben, was uns hier so erwarten könnte oder was uns erwarten wird. Ich habe mich jetzt gerade vorgestellt. Ich möchte dir einen kleinen Überblick geben über das, was ich speziell in den vergangenen Jahr erlebt habe. Und zwar geht das viel um Verlust, ja, wie man aus dieser Krise rauskommt und was für Erkenntnisse ich dann im Nachgang daraus gezogen habe. Ich fange dann einfach mal an und ich möchte anfangen mit dem Jahr 2019. Und der 22. Februar 2019, den darf ich zu meinen absoluten Highlights zählen, der schönste Tag in meinem Leben bis dato. Und zwar dort ist meine Tochter Lynn Valentina zur Welt gekommen. Und jedem Elternteil, der hier zuschaut, dem brauche ich nicht zu erzählen, wie sich das anfühlt, wenn ein Neugeborenes da auf der Welt ist und dich direkt mit ihren großen Augen anschaut und du weißt, das ist jetzt dein Leben. Das ist jetzt das, worum du dich die nächsten 18, 20 oder dein Leben lang jetzt noch kümmern wirst. Und ja, dann hatten wir sie. Und meine Frau und ich waren von Tag 1 super happy und wir hatten schon alles fertig, alles super eingerichtet. Natürlich haben wir klar die U-Untersuchung gemacht und da wurde dann halt festgestellt, dass sie mit einem zu großen Herzen auf die Welt gekommen ist. Aber wir empfanden das noch nicht so als so schlimm, da uns die Ärzte aufgeklärt haben und dass es doch nicht so ungewöhnlich ist, dass wenn man mit einem etwas zu größerem Herzen auf die Welt kommt. Ihr Herzmuskel war ein bisschen zu dick. Wir haben das dann mit Beta-Blockern behandelt und wir dachten, das ist gut. Vielleicht wird sie später die ein oder andere Einschränkung haben, aber sie wird ein normales Leben führen können. Und so ist es dann halt gewesen, dass wir dieses wunderbare Wesen erziehen durften. Ja, wir haben sie in ihrer Entwicklung beobachtet. Wir haben jeden kleinen Fortschritt super gefeiert. Und es war ja unbeschreiblich, wirklich unbeschreiblich. Und dann hatten wir ein Ereignis, das hatten wir damals auch noch nicht so richtig, also ernst genommen schon, aber jetzt nicht so im Sinne von, da hängt irgendwas zusammen. Und zwar hatte meine Frau leider einmal die Situation, dass im November 2019 unsere Tochter sich weggeschrien hat. Das hat sich so dargestellt, dass sie wohl mit irgendwas nicht unzufrieden war und sie so laut geschrien hat, dass sie dann mal kurz bewusstlos war. So, die sind dann natürlich direkt zum Arzt und haben auch Untersuchungen gemacht. Die waren zur Kontrolle auch dort geblieben über ein, zwei Nächte. Und parallel haben wir natürlich recherchiert. Was ist das für ein Phänomen, wenn ein Baby sich so wegschreit? Ja, und es gibt tatsächlich so ein hauseigenes Körperschutzsystem bei den Babys, die, wenn die zu viel schreien, ja, dann sagt der Körper einmal kurz, es reicht jetzt, damit er rebooten kann, dann einmal neu starten. Und so war das auch bei unserer Tochter. Das waren vielleicht wenige Sekunden, für meine Frau natürlich gefühlt eine Ewigkeit. Nur dann hat sie wieder ganz normal geguckt und war happy und dann ging es normal weiter. Und so haben wir dann auch unser erstes Weihnachten miteinander verbracht und es war auch wunderschön und gerade der Jahreswechsel von 19 auf 20 und du hast dein Kind im Arm und denkst, mein Gott, was soll dir denn noch Schöneres passieren können? Und ja, und so mit diesen Gedanken sind wir halt ins Jahr 2020 gegangen und dann haben wir auch die ersten Wochen wunderbar miteinander verbracht. Nur Ende Januar ging es unserer Tochter irgendwie überhaupt nicht gut. Und dann rief meine Frau mich an. Das muss
der 28., 29. Januar gewesen sein auf Arbeit und die sagte, Lynn geht es überhaupt nicht gut. Die ist total schlapp und wir sind die Tage zuvor oder wenige Tage zuvor sind wir sind draußen unterwegs gewesen. Es war halt ein scheiß Wetter, auf Deutsch gesagt. Und es war nieselig, es war kalt und so. Und als sie mich dann auf Arbeit angeschrieben habe, hab ich einfach gesagt, es wird sicherlich eine Erkältung sein oder irgendwas dergleichen. Hat sich bestimmt irgendwas weggeholt die Tage und dann wird sie jetzt sicherlich schlapp sein. Nur es wurde überhaupt nicht besser, eher im Gegenteil, es wurde eher schlimmer. Meine Frau wusste nicht mehr, was zu tun ist und wir haben dann hin und her geschrieben. Ich habe sie versucht zu beruhigen auf Arbeit, weil wem will ich das erzählen, wenn du auf Arbeit sitzt und deine Frau sitzt zu Hause mit deinem Kind und weiß nicht, was sie tun soll und du kannst keine Hilfe leisten. Und ja, so kam es dann, dass sie meine Mutter angerufen hat und dass sie dann zum Kinderarzt gefahren sind. Und der Kinderarzt konnte auch nicht viel machen, eher im Gegenteil. Die wusste sich überhaupt nicht zu helfen und dann direkt den Notdienst angerufen. Und der Notdienst hat dann auch gedacht, das sieht alles nicht so gut aus. So sind sie dann ins Krankenhaus gefahren, hier bei uns im Krankenhaus Nord. Und dort haben sie sie vorbereitet, ins künstliche Koma zu versetzen, damit sie sich ein wenig erholen kann. Und ich habe es dann auch gerade noch rechtzeitig geschafft, dass ich sie im wachen Zustand, so wach sie halt eben gewesen ist, noch sehen konnte. Und das ist dann halt wieder ein Bild, wo, ja, du siehst halt einfach dein Kleines da liegen und wie es kämpft, wach zu bleiben. Aber die Medikamente sind dann doch zu stark und dann ist sie halt einfach, irgendwann sind die Augen zugegangen und sie war im künstlichen Koma. Und da sie im Krankenhaus Nord nicht viel für sie tun konnten, wurde sie mit dem Rettungsdienst im Krankenhaus Bremen-Mitte verlegt. Und meine Frau und ich sind in der Zwischenzeit nach Hause gefahren, weil wir nicht mitfahren durften und haben nun mal eben unsere Sachen gepackt und sind dann los auf zum Krankenhaus Mitte. Und beim Erstgespräch mit den Oberärzten, das war eine Achterbahnfahrt der Gefühle irgendwie, weil als er uns mitteilte, dass er darüber informiert wurde, dass unsere Tochter gleich ankommt und mit den Werten, die die ihm durchgegeben haben, hat er ganz offen zu uns gesagt: Mein Gott, was kommt denn jetzt hier auf uns zu? Also, er hat aus dem Telefonat heraus keine großen Chancen für unsere Tochter gesehen. Nur als sie dann die ersten Untersuchungen gemacht haben und als sie dann da im Krankenhaus Mitte auf der Intensivstation angekommen ist, da haben sie ein ganz anderes Bild gehabt auf einmal. Also sie hat sich komplett stabilisiert. Ihre Werte haben sich irgendwie aufgerappelt. Keiner kann sich erklären, wie das passiert ist. Nur dass es passiert ist. Und das hat uns dann auch wiederum total zuversichtlich gestimmt. Und ja, sie wurde nicht wach. Von Tag 1 in dem Krankenhaus im künstlichen Koma gelegen, aber ihre Werte sind stabil gewesen. Und jedes Mal, wenn wenn meine Frau und ich bei ihr am Bett waren, hat sie einen super stabilen Eindruck gemacht und auch auf uns reagiert. Und so kam es dann, dass wir immer zuversichtlicher geworden sind. Und ja, dann am 3.2., da lag unsere Tochter schon 4 Tage auf Intensivstation. Habe ich auch Geburtstag gehabt und dann hat sie auch einen super Eindruck gemacht und ich habe mit ihr geredet, wir haben mit ihr geredet, ich habe ihr vorgelesen. Und dann hat man halt gemerkt, wie diese kleine Hand dann einen kleinen Finger drückt und du merkst, okay, da ist was, da kommt was an. Und so haben wir gesagt, okay, hier ist jetzt alles gut, hier können wir jetzt sowieso nichts machen. Dann sind wir halt mit meiner Schwester und meinem Schwager auf ein Glas Wein gewesen und nur 1,5 Stunden weg gewesen circa. Und dann sind wir wieder zurück auf Intensivstation, wollten unserer Tochter nochmal gute Nacht sagen. Und ja, hat einen super stabilen Eindruck gemacht.
Nur dann sind wir zu Bett gegangen und ich kann jetzt von mir reden, dass ich einen total beschissenen Traum gehabt habe. Und dieser Traum sah so aus, dass meine Tochter unter der Erde gelegen hat und mit rot unterlaufenden Augen und umgeben von Ameisen und Käfern und sowas. Also ein total bekloppter Traum. Und ich natürlich aufgeschreckt nach links und rechts geschaut und ich dachte, okay, das ist alles safe, ist nichts passiert. Und nur dann, ich denke, das müssen 30 Minuten später gewesen sein, circa, klingelt es bei uns auf dem Elternzimmer. Glücklicherweise haben meine Frau und ich ein Elternzimmer bekommen, damit wir immer dicht dabei sind, weil von Bremen Mitte bis nach Bremen Nord, das ist doch schon eine schöne Strecke. Und so waren wir immer in der Nähe. Und wie gesagt, so rufen sie auf dem Elternzimmer an und sagen sie, bitte beeilen Sie sich, kommen Sie schnell auf die Intensivstation. Und ja, meine Frau und ich sind dann runtergehetzt auf Intensivstation. Und dieses Bild, wenn jede diensthabende Schwester und auch gerade, ich glaube, da war gerade ein Schichtwechsel, also jede Schwester und jeder Arzt dieser Intensivstation und das Bett deiner Tochter steht und die alles versuchen, sie wieder zurückzuholen. Und wir standen auf dem Flur und haben dieses Szenario nur beobachtet und der leitende Oberarzt kam kurz zu uns raus und sagte, wir versuchen schon seit einer Dreiviertelstunde, ihre Tochter zurückzuholen, zu reanimieren. Und wir versuchen wirklich alles, dass sie wieder zu uns kommt. Aber wenn sie zu sich kommen, wenn sie wieder zu sich kommen sollte, dann kann es sein, dass sie sich ein bisschen ändert, weil sie schon zu lange ohne Sauerstoff gewesen ist. So. Und dann haben wir gedacht, okay, die machen, die arbeiten, die tun alles für sie. Und das hat mich auch bestätigt in den Tagen zuvor. Die haben wirklich alles für meine Tochter getan, für unsere Tochter getan. Die haben super transparent mit uns gearbeitet. Also wir waren immer auf dem neuesten Stand. Und somit dachten wir, okay, es wird. Nur weitere 10, 15 Minuten später, Zeit spielt da überhaupt keine Rolle in so einer Situation, kam der Oberarzt raus und hat einfach nur mit dem Kopf geschüttelt. Ja, und dann ist unsere Tochter im Alter von 11 Monaten am 4.2.2020, also kurz vor ihrem ersten Geburtstag, verstorben. Und ja, wir brauche ich, glaube ich, nicht so groß zu erklären und zu erläutern, wie wir uns da gefühlt haben und was das mit uns gemacht hat. Und wir wurden auch super aufgefangen vom Krankenhaus. Da gab es ja auch diese Notfall, psychologische Betreuung. Und die hat uns super aufgefangen. Die hat uns direkt mit uns geredet. Und klar, das Letzte, was du da willst, ist reden. Aber sie mit ihrer Erfahrung hat uns schon sehr gut abgeholt. Und den Tag, da bin ich auch ganz oft oder sehr viel bei ihr gewesen, also bei ihrem Körper. Und auch unmittelbar nach dem Kopfschütteln des Oberarztes, als sie sich dann Platz gemacht haben vor uns, dass wir uns vom Körper verabschieden können, habe ich sie in den Arm genommen. Und gefühlt war es auch den ganzen Tag so, dass ich sie halt noch den ganzen Tag im Arm hatte. Und ja, so lief der Tag. Wenige Stunden später, nachdem wir uns einigermaßen, das ist so um 5 Uhr morgens gewesen, 5:30 Uhr, als unsere Tochter verstorben ist. Und wenige Stunden später nachdem wir die ganzen Gespräche hatten in den ersten Stunden, sind meine Frau und ich raus aus Krankenhausgelände gegangen. Und dann haben wir uns auf eine Parkbank gesetzt. Die Sonne hat geschienen. Es war eigentlich ein super schöner Tag vom Wetter her jetzt. Und wir saßen auf der Parkbank und wir haben uns so umgeschaut und wir haben beobachtet, wie die Krankenschwester wahrscheinlich zu dem Dienst geht und Feierabend hat, der Bauarbeiter, wie er zu seinem Gerüst geht mit seinem Werkzeug, wie die Autos von A nach B fahren und keiner weiß, was uns passiert ist. Und uns beiden wurde ganz schnell bewusst,
Die Welt, die dreht sich einfach weiter. Es ist vollkommen egal, was dir da gerade passiert oder was mir gerade passiert ist. Die Leute da draußen wissen es nicht und die machen einfach weiter. Und da war vorhin schon die erste Erkenntnis so, dass das jetzt ein Teil unseres Lebens ist und dass wir damit leben müssen und dass wir auch damit leben werden. Das war bei uns von vornherein klar. Und nachdem wir die ersten Stunden überstanden haben, haben wir auch direkt gesagt, dass wir so proaktiv wie möglich mit dieser Situation umgehen möchten. Und zum einen bleibt ja nichts anderes übrig und zum anderen ist das unser Tenor gewesen, das ist das Letzte, was wir für unsere Tochter tun können. Und dann ging natürlich dieser organisatorische Kram los, ne? Also direkt am nächsten Tag zum Bestattungsunternehmen, dann Friedhöfe abklappern oder fahren. Ich habe meiner Frau einen Friedhof hier bei uns in der Nähe gezeigt, den ich als sehr schön empfand und sie glücklicherweise dann auch. Und dann haben wir einen weiteren Termin gemacht, um zu gucken, Grabstelle aussuchen. Und bis zu diesem Termin ist dann halt auch viel passiert. Wir haben uns viele Gedanken gemacht über das, was da gerade mit uns passiert ist, über Sinn oder Nichtsinn, versucht zu philosophieren. Und am zweiten Tag sind wir dann halt, auch während der Fahrt haben wir uns auf dem Heimweg, am zweiten Tag sind wir dann nach Hause gefahren und auf dem Heimweg haben wir uns auch viel darüber unterhalten. Nur alle Unterhaltungen bringt dir nichts, wenn du nach Hause kommst, nur noch zu zweit. Und das war schon ein sehr, sehr merkwürdiges Gefühl. Und ja, nur dann haben wir einige Sachen erlebt, die wir uns so gar nicht erklären konnten. Und zwar unmittelbar wenige Tage darauf sind wir vom Friedhof angerufen worden oder einen Termin bekommen, dass wir uns Grabstättenauswahl, dass wir uns mal die verschiedenen Stellen angucken können. Und ja, wir haben uns dann drei Stellen angeguckt. Zwei sind überhaupt nichts gewesen. Und die dritte Grabstelle, da hatten meine Frau und ich sofort das Gefühl, ja, das ist es. Das ist der perfekte Platz für unsere Tochter. Und dann, nachdem wir da alles geklärt hatten, auch da diesen ganzen bürokratischen Kram gemacht haben, sind wir halt zurück zum Auto. Und meine Frau sagte dann nur, schaute in den Himmel und fragte, Lynn, ich hoffe, mit dieser Stelle bist du zufrieden mit diesem Platz. Und danach haben wir beide so eine unheimliche Ruhe verspürt. Wie als ob uns unsere Tochter gesagt hätte, ja, Mama, Papa, ich bin voll zufrieden damit. Ihr habt das super gemacht. Und dann waren meine Frau und ich auf einmal glücklich. So eine Art Glückseligkeit hat sich dann in uns ausgebreitet. Und dann haben wir gewusst, okay, es ist alles richtig, was wir gemacht haben. Und ja, dann haben wir eine wunderschöne Trauerfeier gehabt mit dem Lied von Sarah Connor, Das Leben ist schön. Und auf dieses Lied sind wir gekommen. Meine Frau sind eines Abends dann halt so ein bisschen durch die Gegend gefahren und auch in unserer alten Wohnung vorbei. Und wir hatten zuvor einen anderen Radiosender gespielt, da lief irgendwas Loneliest Day of My Life, glaube ich, oder sowas. Ne? Das hat überhaupt nicht gepasst. Und dann haben wir umgeschaltet. So, und dann sind wir gerade an unserer alten Wohnung vorbei. Und in dem Moment läuft dann im Radio dieses Lied. Und es hat sich angefühlt, wie als ob unsere Tochter uns dieses Lied durch dieses Radio zugespielt hat. Und wie als ob es direkt eine Botschaft von ihr gewesen wäre. Und dann haben meine Frau und ich gar nicht lange gezögert. Wir wussten nicht mal, dass es von Sarah Connor ist. Aber wir haben gewusst, dass das Lied für ihre Trauerfeier ist. Und somit haben wir das dann alles, ja, organisiert und auch ein Abschiedsvideo gemacht mit den schönsten Bildern und Ereignissen mit unserer Tochter zusammen. Und dann kam halt die Trauerfeier und die war auch wunderschön und schöner hätte ich mir das auch nicht vorstellen können, wie es abgelaufen ist. Nur dann geht es halt weiter irgendwann, ne? Da musst du noch einen Grabstein machen. Meine Frau und ich haben den gemeinsam gestaltet und ich habe dann noch die Inschrift dafür fertig gemacht. Ich saß hier stundenlang zu Hause und habe an der Schrift darum gearbeitet. Und als dann alles fertig war, haben wir gesagt, okay, das ist jetzt unser Garten lieber.
Das ist unser Umgang mit dem Friedhof gewesen, weil unserer Meinung nach ist es halt so, wenn du dem, wenn du es nicht Grabstelle nennst, oder das klingt immer so, aber wir haben es bewusst Garten lieber genannt, weil das ihr kleiner Garten ist, ihr Körper liegt da jetzt drinnen und das ist das halt jetzt das, worum wir uns kümmern, um ihren kleinen Garten lieber. Und als das dann alles so ein bisschen Zeit verstrichen ist, da habe ich mich viel mit dem Thema beschäftigt. Gerade das, was wir erfahren haben, dieser Traum, den wir gehabt haben, diese Situation, dieses Gefühl der Glückseligkeit, als wir da am Parkplatz standen und unsere Tochter gefragt haben, ob das der richtige Platz für sie ist. Und da, wie gesagt, das mit dem Lied. Und das, habe ich, mein Traum, unsere Träume, die wir vor ihrem Versterben hatten in der Nacht. Wir haben gedacht, dafür, gibt es dafür eine Erklärung? Und somit haben wir uns dann extrem viel mit diesen Themen auseinandergesetzt. Bücher zum Thema Tod gelesen. Von der Kübler-Ross haben wir viele Bücher gelesen. Dann hat mich das dazu irgendwie verleitet, über Seelen ein bisschen zu erforschen, zu studieren. Was ist eine Seele? Was macht diese Seele? Wie funktioniert das alles? Und dann habe ich halt für mich ganz schnell gelernt, aus den ganzen Büchern, die ich gelesen habe, dass wir immer irgendwie miteinander verbunden sein werden und waren. Und dass es so viel gibt, dass wir gar nicht wissen, wie was funktioniert. Und das hat mich dann natürlich noch mehr getriggert, um noch mehr herauszufinden. Was bedeutet das alles? Was ist der Sinn dieser ganzen Thematik? Und habe ich angefangen, mich mit den Heiligen Schriften auseinanderzusetzen. Also ich habe mir dann die Bibel bestellt, den Koran, die Tora, um da ein bisschen zu studieren. Die Bhagavad Gita habe ich gelesen, um zu studieren, was sagen die Religion dazu, ne? Und dann hat mich das wieder dazu geführt, mich weiter mit Spiritualität auseinanderzusetzen. Und irgendwann kam ich auch zu Quantenphysik, aber das ist dann jetzt ein bisschen zu weit hergeholt. Ich habe für mich erfahren, und das ist jetzt meine Wahrheit, und ich möchte auch dich darum bitten, möglichst offen damit umzugehen und empfänglich und einfach zu akzeptieren, was ich sage. Denn, also, ich habe aus den ganzen Büchern, den ganzen Programmen, den ganzen Dokus und die ganzen Sendungen, die ich gesehen habe in diesem Jahr, die ganzen Podcasts und Hörbücher, die ich gehört habe, letzten Endes für mich erfahren, dass alles einen Grund hat und alles einen Sinn hat. Und dass es Situationen im Leben gibt und werden immer Situationen auf uns zukommen, die können wir nicht beeinflussen. Aber wir können beeinflussen, wie wir mit dieser Situation umgehen. Und das haben wir dann auch die heiligen Bücher bestätigt. Ich habe, wenn man das einfach mal kurz zusammenfassen will, dann ist es halt so gewesen, dass Krishna zu mir geredet hat. Buddha hat mir gezeigt, wie ich in mich gehe. Moses und Jakob haben mir gezeigt, wie ich für meine Gemeinschaft einstehe. Und Mohammed hat mir dieses familiäre Kollektiv näher gebracht. Jesus hat mir gezeigt, was es heißt zu vergeben. Und meine Tochter Liva hat mir gezeigt, was es heißt zu lieben. Bedingungslose Liebe. Ohne Erwartung, ohne Anforderung zu stellen. Zu sagen, ich liebe dich, weil du so bist, wie du bist. Und nicht, ich liebe dich, weil du das und das hast und machst und kannst. Und das hat mich dann halt dazu geführt, über Umwege mich mit unserem Körper zu beschäftigen. Und deswegen, wie ich auch eingangs gesagt habe, da habe ich dann halt in meinem Selbststudium gelernt, dass wir, du und ich, ein Produkt aus 50 Billionen Zellen sind in unserem Körper. Wenn man das jetzt ein bisschen genauer betrachtet, dann bist du und ich auch nur eine Zelle in dem Körper, den wir Erde nennen. Und momentan haben wir 8, irgendwas Milliarden Zellen in menschlicher Gestalt. Und dann haben wir noch unzählige Zellen in Gestalt von Insekten,
Pflanzen, Tieren, Meeressäugetieren, Fischen und so weiter und so fort. Und jeder dieser eine Zelle hat eine Aufgabe, diesen Körper, den wir Erde nennen, am Laufen zu halten. Und dann habe ich mich einfach mal umgeschaut, als mir das alles so bewusst geworden ist. Und dann schaut man sich ein bisschen näher und man beschäftigt sich automatisch mehr mit seiner Umwelt und seinem Umfeld. Und dann denkst du einfach, hey, was ist denn hier los? Jeder möchte mal gesund bleiben, jeder schaut auf sich und ist ja auch alles schön und gut. Und nur, wenn wir mal verstehen, wenn wir uns mal ein Vorbild nehmen an unseren Zellen, in deinem und meinem Körper, die urteilen nicht. Die arbeiten miteinander in einem riesen Kollektiv. Und stell dir mal vor, die Lungenzelle würde zur Zelle vom Darm sagen, ey, mach mal deinen Kanal zu, du riechst komisch. Also das würde ja nicht funktionieren. Und die leben einfach alle miteinander und lassen das am Arbeiten, erhalten das am Arbeiten hier. Und dieses Bewusstsein möchte ich, oder würde ich mir gerne wünschen, dass wir das alle irgendwie erfahren. Wir müssen ja nicht immer eine traumatische Erfahrung gemacht haben. Wir müssen nicht immer eine Situation erlebt haben, die uns komplett den Boden unter den Füßen wegzieht. Wir können uns einfach mal mit solchen Themen beschäftigen. Und vielleicht trage ich hier auch gerade einen Teil dazu bei, dass du dich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigst und nicht und auch mal das große Ganze siehst. Und das ist das, was ich für mich die letzten Jahre erfahren habe. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich das erfahren habe, weil meine Frau und ich haben uns bewusst entschieden, proaktiv damit umzugehen. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, alles erdenklich Mögliche für unsere Tochter zu tun. Unsere Tochter, es war nicht klar, woran sie verstorben ist. Und da half einem nur eine Genuntersuchung. Und somit haben wir dann halt auch dank. Vielleicht schaut ihr auch gerade zu oder du. Wir haben dann einen Spendenaufruf gemacht, damit wir das finanzieren können. Das waren 4.500 Euro gut. Und wir haben dann einen Spendenaufruf gemacht und unheimlich viele Menschen haben uns geholfen. Und dafür sind wir wirklich sehr, sehr, sehr dankbar. Denn ohne eure Hilfe hätten wir das nicht geschafft. Ohne unsere Familien, ohne unsere Freunde, Bekannte, Unbekannte. Wir haben Spenden erhalten von Menschen, die ich mein Leben noch nicht gesehen habe. Und auch hier vielen Dank dafür. Und danach einiger Zeit des Wartens haben wir dann auch die Ergebnisse bekommen. Ja, es war ein Gendefekt. Das Gen hieß MYH7 und dieses Gen ist halt auch dafür zuständig gewesen, oder das Gen ist wohl auch dafür zuständig, dass die Herzfunktion oder reguliert die Herzfunktion so rum. Und das ist wohl auch die Ursache gewesen, warum sie einen zu großen Herzmuskel gehabt hat. Und dann haben wir gedacht, natürlich, okay, liegt das vielleicht mit an uns? Haben wir vielleicht irgendwas weitergegeben? Im Rahmen dieser Untersuchung wurde das halt verneint. Also meine Frau und ich sind in dem Sinne halt gesund. Wir haben nichts übertragen. Wenn man so will, ist es einfach nur ein Kopierfehler, eine Laune der Natur gewesen. Und dann haben wir natürlich uns beiden untersuchen lassen. Haben wir sonst irgendwelche Probleme? Aber nein, wir sind topfit. Also, und das hat uns dann nochmal bestätigt, dass es nicht an uns gelegen hat, sondern irgendwas hat sich irgend gedacht. Oder ich kann das auch nicht in Worte ausdrücken. Auf jeden Fall sind wir sehr, sehr erleichtert gewesen, dass es nicht an uns gelegen hat. Und wir wollten auch unbedingt diese Genuntersuchung, weil vielleicht ist unser Schicksal, vielleicht trägt unser Schicksal dazu bei, dass wir damit anderen Menschen helfen können, dadurch, dass diese Symptome jetzt bekannt sein sind und wie sich sowas entwickelt. Und natürlich ist es utopisch zu glauben, dass da jetzt irgendwie so ein Heilmittel kommt, weil wir sind das Produkt aus 19.000 Genen und viele davon sind gar nicht erforscht, wer wie viel wofür zuständig ist. Und nichtsdestotrotz wollten wir damit helfen, wollen damit helfen. Auch mit unserer Erfahrung wollen wir helfen. Und meine Frau und ich hatten dann auch, nachdem das alles soweit ein wenig Zeit verstrichen ist, meine Frau und ich, meiner Frau und mir waren sofort klar,
dass wir Eltern sein wollen. Unsere Tochter hat uns das nur bestätigt, wie unfassbar schön das ist, diese Liebe zu erfahren. Es gibt einfach nichts Beschreiblicheres, diese bedingungslose Liebe. Und so kam das dann, dass wir am 23.12.2020 unsere zweite Tochter auf dieser Welt begrüßen durften. Ein wunderbares, auch ein wunderbares Mädchen und super gesund und macht einen sehr fitten Eindruck. Und sie kommt ihrer großen Schwester, wenn man so will, vom Auffassungsvermögen sehr, sehr nahe. Und das ist unser Glück gewesen. Das ist auch unsere Entscheidung gewesen, wie wir mit dem Tod unserer erstgeborenen Tochter umgehen. Und das ist alles innerhalb eines Jahres passiert. Über Lockdowns und so weiter wollte ich hier auch gar nicht reden, aber das Jahr ist für uns unheimlich beschissen angefangen. Am 4.2.2020 ist unsere Tochter Lynn Valentina verstorben. Und am 23.12.2020 ist unsere zweitgeborene Tochter auf die Welt gekommen. Ich möchte dieses Livestream mit folgendem Satz beenden, und zwar, oder zum einen, wie ich bereits erwähnt habe, wir können nicht immer beeinflussen, was uns im Leben passiert. Und die können uns noch so triggern. Es kann uns aus der Haut bringen, es kann, was weiß ich, was mit uns machen. Letzten Endes geht es darum, wie wir damit umgehen. Trauern ist absolut erlaubt. Und jeder trauert auf seine Art und Weise und jeder braucht auch die Zeit, die er braucht zum Trauern. Das ist so. Nur irgendwann muss man halt gucken, wie gehe ich weiter damit um? Was will mir das Leben damit sagen? Wie arbeite ich jetzt damit? Verkrieche ich mich im Keller oder mache ich weiter? Kann ich daraus Kraft schöpfen? Kann ich daraus wachsen? Also ich für meinen Teil kann sagen, ich bin unheimlich daraus gewachsen. Und meine Frau auch. Wir sind halt, wie gesagt, proaktiv, wie überhaupt nur möglich, damit umgegangen. Und das wünsche ich mir für alle. Und ich wünsche mir auch, dass das Thema Tod, ja, das ist ein Scheißthema auf Deutsch gesagt. Nur es gehört halt zum Leben dazu. Wir kommen alle mit einem Todesurteil auf die Welt. Mit der Geburt fangen wir an zu sterben. Das ist einfach so. Und einige von uns haben einen unheimlich langen Countdown und einige von uns halt nur so einen kurzen. Und ich denke, wenn uns das allen bewusst wird, dass wir dann ein bisschen sorgsamer leben können, ein bisschen fröhlicher durch die Welt laufen können, dass wir unsere Zeit hier genießen, weil letzten Endes können wir alle sehr, sehr dankbar darüber sein, dass wir jeden Tag aufstehen. Ich habe jetzt gerade, also ich glaube, täglich ist das so, dass 25 Millionen Menschen auf der Welt gar nicht aufwachen. Die gehen ins Bett, schlafen und wachen nie wieder auf. Und das kann dir und mir genauso passieren. Drum lass uns doch einfach diese Situation, egal was passiert ist, ja, wir haben immer die Möglichkeit, irgendwas daran zu ändern, einen anderen Blickwinkel drauf zu werfen. Und ich hoffe, dass ich dich ein wenig inspirieren konnte, mit dem, was wir erlebt haben, dass wir auch ein bisschen Mut zusprechen können. Denn das Leben geht weiter. Und wir alle wünschen uns ein fröhliches Leben. Ich wünsche mir für dich ein fröhliches Leben. Und ich wünsche mir auch für dich, dass du in Zukunft Glückseligkeit erfahren wirst, dass du gesund bleibst. Ich bedanke mich bei dir dafür, dass du mir zugeschaut hast. Und ich wünsche dir alles erdenklich Gute und hab noch einen wunderbaren Abend. Viele liebe Grüße, dein Laris.